Wir kommen heute mal wieder zu einem weiteren Clicker und ich habe aktuell zwei in der Pipeline. Der erste ist der Castle Clicker, den ich jetzt mit euch zusammen anschaue. Errungenschaften hat er aktuell, glaube ich, 17 und mal schauen, wie weit ich da jetzt beim ersten Mal komme, wenn ich das Spiel das erste Mal ausprobiere. Also das Erste, was mich das Spiel fragt, ist, dass ich es im Vollscreen spielen will, weil normalerweise von der Grundform her ist es eher so irgendwie ein Handy-Game oder sowas in der Richtung. Also mal schauen, wie das sich dann auf einem PC mit einem Breitbild spielt. Okay, es geht erstmal fröhlich mit Gedudel los. Castle Clicker. Und ich werde natürlich erstmal an die Hand genommen und muss genau die Sachen machen, die ich hier anstellen soll. So, also Autoclicker funktioniert, Autoclicker en masse funktioniert auch. Ah, ich kann auch die linke Maustaste gedrückt halten, um einen Autoclicker zu aktivieren. Nee. Naja, so Autoklicken-mäßig tut er auf jeden Fall nichts. Okay, also ich soll jetzt 300 Stück davon oder 150 davon zusammenbekommen. Lumberjack, die Pfeile gehen mir etwas auf den Keks. Also privat 400 Lumber. Also ich soll 100 machen und bekomme dann... Okay, das ist das erste Achievement. Gut. Ja. Sehr schön. Und dann soll ich irgendetwas bauen. Okay, eine Farm mit irgendwelchen Schafen. Und dann... Ah, okay, jetzt darf ich auch noch selber zusammenhämmern, damit das Ganze auch gebaut wird. Gut. So, die 150 sind 150 Holz ist investiert. Jetzt habe ich 100 Schafe und ich habe eine erste Farm, die dann... Was ist das jetzt? Kohle. Okay, aber das ist jetzt die Achievement-Belohnung, weil ich die Farm hergestellt habe. Die wird nicht in der Farm produziert. Gut. Okay, als nächstes soll ich Wolle bekommen. Und in... Gut, das heißt, das kann ich zwar alles abernten, aber ich habe dann irgendwelche Zeiten, die dann, bevor ich das wieder bekommen kann. Gut. Refinery. Okay, da kann ich die Wolle zu Kleidung machen. Sehr schön. Und natürlich wird jetzt erstmal die Clothes Factory gebaut. Und zwar mit 50 Wolle und 100 Holz. Sehr schön. Und jetzt kann ich Kleidung in... okay, und wie viele soll ich davon jetzt umwandeln? Wahrscheinlich die restlichen 50. Wieso brauche ich denn Kohle, um aus Wolle Kleidung zu machen? Aber gut. Und schon kann ich in See stechen und was auch immer ich dort tue. Okay, dazu brauche ich die Kleidung. Das heißt, verkaufe ich das Zeug dann. Also 17 pro Sekunde bekomme ich Wolle dazu. Schiffe ermöglichen mir Mines von You. Das war zu schnell. Achso, ich muss das Schiff bauen. Also die 50 sind sozusagen für die Segel. Das heißt, das Tuch, was ich hergestellt habe und das Holz. Naja, das ist so insoweit plausibel. Und dann auf mit dem Schiff zur ersten Mission. Select Build a Basic Car. Okay, ich bekomme 1000 Stein und 50% zusätzlich pro Klick. Sehr schön. Und Schiffsgüter auswählen. Ich mag das nicht, wenn ich so lange an die Hand genommen werde. Ich möchte gerne selber was tun können. Weil wenn ich hier einfach nur rumklicken soll und irgendwie sonst was... Okay, jetzt soll ich da. Ich darf nicht das Set Max benutzen. It will take a while before the ships arrive. Let's mine some stone. Super. Ey, jetzt reicht's aber langsam. Und wo soll ich jetzt hinklicken? Aufs Achievement. Ja, und schon funktioniert das erste Ding nicht, oder was? Hallo? Ja, also einmal rein und wieder raus. Ah, und schon... Gut, ich habe meine erste Errungenschaft bekommen.
Also Added Steam Version of the Game vom 15.09. und 25.04. Da haben sie ein paar Sachen geändert. Das heißt, es ist eigentlich seit einem halben Jahr oder schon länger draußen. Naja, mal gucken. So, jetzt kann ich auf jeden Fall endlich mal die Einstellungen irgendwo hoffentlich ändern. We have no updates right now. Leaderboard, join the rankings. Nein, danke. Okay, also wenn das Symbol da ist, ist es nicht da. Aber ich kann die Lautstärke auch nicht weiter einstellen. Das ist natürlich dann noch unpraktischer. Dann ist das viel zu laut. Also keine einzelne Einstellung für das für die Lautstärke. Sehr schlecht. Gut, dann lassen wir den Sound aus. Dann muss ich das Ganze ohne Sound spielen. Weil sonst ist mir das auch zu laut und ich kriege das sonst nicht so sinnvoll eingestellt. So, hier oben war jetzt mein Schaf, das ich dann weiter scheren kann. Das dann wieder 10 Minuten braucht, bis es angezogen ist, also beziehungsweise bis es neue Wolle hat. Also das war Finish the Tutorial, das sollte ich vorhin collecten, was aber irgendwie nicht aufgegangen ist. Und zwar für 5000 Goldmünzen, die ich dann bekommen habe. So, mal gucken. Also das Schiff ist ja jetzt hier irgendwo very cheap to produce, can build 2. Okay, da kann ich noch ein weiteres bauen. So, mal gucken, was habe ich hier jetzt? Die Farm, dann ein Keep, so meine Population zu stärken. Lumberjack ist mehr Holz. Dann Workers Only, Basic Keep, Basic Keep. Das sind noch nicht freigeschaltete Sachen. So, die habe ich schon. Eine Refining School, Advanced Refining School und so weiter, die fehlen noch. Gilden, Sailors Guild, Unlock Higher Level Ships, okay. Unlock Higher Level Builds, and Improve Stats, gut. So, das Special ist noch aus. So, mein Schiff hatte ich hier schon geschaut, da sind noch ein paar weitere verfügbar. Wie komme ich denn jetzt hier eigentlich von dem... Achso, ich muss das jeweils immer einzeln aufrufen über dieses Symbol da oben. Max Supply, das heißt, ich kann bis zu 300 maximal speichern. Das heißt, das kann ich ja schon mal zusammenbringen. Und was heißt das? Achso, das war dieser komische grüne Balken da oben. Das heißt, jedes Mal, wenn ich klicke, you have here just the level award. Rare Stone Power. 300 Schafe, also 300 Wolle wahrscheinlich und eine Stone Mine. Okay. So, machen wir erstmal weiter, dass die 300 voll sind, dass ich dann weiter mit dem Zeug irgendwie bauen kann. Lumber Shop is full. Build more Lumber Yards. Ja, das werde ich gleich machen. So, ich habe vier Buildings. Das ist eine Daily Quest. 3 habe ich bisher gebaut. Das heißt, dann baue ich jetzt doch gleich noch eine. Lumberjack. Dann 200 Holz bauen. Und auf geht's. Und damit erhöhe ich dann mein Stone Limit um wie viel? 300. Achso, 500 sind dazu. Nee, Moment. Also Max, doch, es sind 500 dazugekommen. Das heißt, das war der Speicherplatz. So, dann kann ich jetzt hier 800 machen. Das heißt, wenn ich den Super-Ultra-Schnellklicker mache, dann sieht das nicht so spannend aus. Das ist schöner, wenn ich den so laufen lasse. Das heißt, mit einem überschaubaren Klicker. Aber jetzt müsste ich doch nochmal hier, also Automatik Enable Autoclicker when clicking. Das heißt, das ist wahrscheinlich das, wo der Linksklicker gesagt hat, wenn ich links gedrückt halte vorhin, dass dann Autoclick möglich ist. Es geht etwa genauso schnell wie mein, es geht ein bisschen langsamer, als wenn ich einfach manuell klicke. Das heißt, da kann ich das Ding auch auslassen. Reward ein Mindstone. Okay, schon Level 3. So, more XP, 100% Refining per Klick, 33% Build per Klick, 500 Close, 1000 Coins, alles her, okay.
gibt hoffentlich keine Beschränkung, dass ich das nicht genug einsammeln kann. Okay, 3 Leute zusätzlich. 4 Stunden zum Max Ship Explore Time. Okay, das heißt, da ist die Zeit auch begrenzt anscheinend. So, also erstmal dann jetzt hier ein Mindstone, was auch immer das ist. Wait until tomorrow for your next daily quest, Mindstone. Drag the stone to a mine to transform it to a new resource. Okay. Okay, das werde ich mir dann anschauen, wenn ich beim Mining bin. So, Build a Basic Lumberyard habe ich erledigt. Und ich habe noch einen Common Power Stone bekommen. So, Guilds Building. Okay, da soll ich 500 Steine herstellen. Und verkaufe 500 Ressourcen. Oder vielmehr, ich soll ja im Wert von 500 Goldmünzen Ressourcen verkaufen. Und dann Stoner. Habe das 1000 Total Stone. Also Stein soll ich als nächstes herstellen. Gut. So, jetzt das nochmal zu. Das heißt, das sind die Stone-Mine. Da werde ich gleich hinschauen. Artifacts are very secret items that you may find while playing. Some even have powers that help you in game. Okay, also, was ist das hier? Okay, werden mir nur die Schatten dargestellt. Das heißt, solange ich die nicht gefunden habe, wird mir nicht verraten, was das genau ist oder was es tut oder was es macht. Also Treasure und Maps sind ohnehin noch gesperrt. Also das ist auf jeden Fall schon mal was, was es zu sammeln gilt. So, Distance. 500 Meter. 1 zu 9. Was ist das? Trade Lumber for Coins. Ah, okay. Das heißt, da kann ich schon mal meine Sachen verkaufen. Und wie mache ich das jetzt? City Stones can only be used on new cities. Ah, ich kann mehrere bauen. Also muss ich da jetzt irgendwie draufklicken? Okay, ich weiß noch nicht, wie ich das hier verkaufen soll. So, das hier, Coin used per second, 0. Wolle, 55, 61. Basic Clothes Factory. Okay, das sind meine... Ja, das ist nicht so optimal dargestellt, aber zumindest mein Segler, meine Mine, Bilder und Refiner. Ach so, ich habe Arbeiter, beziehungsweise noch habe ich gar keine Arbeiter. Also die sind nicht zugeordnet. Aber ich habe da schon 3 bekommen. Your basic car has arrived the city to sell goods. Okay. Und ich habe 900 Coins bekommen. Dann mal her damit. Okay, das heißt, der hat das Zeug hier hingefahren und hat mir das für 900 verkauft. Damit müsste ich ja jetzt... The supply of these resources has gone up. I'm afraid we are lowering your price. Okay, das heißt, ich bekomme jetzt weniger Kohle, wenn ich nochmal was verkaufe. Aber dafür habe ich jetzt den Free Trader schon mal absolviert. Okay. So, dann kann ich den auch explorieren lassen. Eine neue Mine finden. Time to explore, maximal 2 Days. Time with full workers, 2 Minuten 20. Das heißt, er braucht dann 16 Stunden. Meters to travel, expected resources, 122.000 bis 191. Okay, und wenn ich den jetzt... was ist denn das Kleinste? 7 Minuten. Total MPS, maximal Workers einer und 420 Meter. Na gut, lass mal den mal losfahren. Dann hoffe ich mal, dass der noch rechtzeitig zurückkommt. Und... Ah, Moment, kann ich den jetzt noch irgendwie beschleunigen? Searching for a new mine. Und das ist dann sozusagen, wenn er das da drüben erreicht hat, dann hat er die neue Mine erreicht. Und wenn ich den beschleunige, dann läuft das ein bisschen schneller. Aber gut, dann lassen wir den erstmal alleine weitermachen, weil ich will jetzt erstmal meine Population vergrößern. So, dafür, was ist das? Das kann ich noch nicht bauen, weil ich habe noch keine Steine. So, hier kann ich Wolle in Kleidung umwandeln, beziehungsweise in Stoff. Okay, der sucht jetzt.
Das heißt, hier kann ich das Schaf schon mal noch ja, mir die restliche Wolle holen. Da kriege ich jetzt schon 2 pro Klick. Und dann ist die Wolle auch schon mal leer. Und dann gilt es eigentlich, okay, Lampe habe ich genug. Das heißt, was baue ich jetzt? Ich baue ein weiteres Schiff. Carpentry School, unlock higher levels, buildings und so weiter. Ja, Stein habe ich noch keinen, das bringt nichts. Also machen wir noch ein Sch. Achso, das ist die Sailor Guild. Aber da brauche ich auch Stein. Okay, hier war das mit den Schiffen. Das heißt, hier kann ich noch ein weiteres Schiff bauen. Gut, das arbeitet noch. Dann baue ich hier jetzt mal das nächste Schiff. So. So, das Schiff kann ich jetzt ja nach. Wobei, lohnt sich das im Moment? Wollte Basic Keep, dafür soll ich noch Sachen. Goldstone und ich soll 1000 Steine sammeln. Das heißt, dann ist es eigentlich viel sinnvoller, den auch auf eine Mission zu schicken. Aber dann machen wir das bei dem schon mal ein bisschen länger und schauen, dass der auf jeden Fall die benötigten 1000 Steine ran schafft. Dann machen wir doch einfach mal eine ganze Stunde. Dann sollte das schon soweit passen. Ja, also eine Stunde und dann Abmarsch mit dir. So, das kann ich jetzt nochmal versuchen zu beschleunigen. Mal gucken. Naja, das heißt, da schaffe ich es gerade mal pro Aktualisierung 3 Einheiten, um die weiterzukommen. Also da lässt sich es nicht sehr stark beschleunigen. Weil es dann immer nur ein Viertel, während der sonst eine Sekunde, also dieser Multiplier hier mit einer Sekunde fertig wird. Gut, dann gucke ich jetzt nochmal zurück, was ich hier noch bauen kann. Also, das Keep kann ich nicht bauen, solange ich nicht genug Steine habe. So, Kleidung kann ich jetzt nicht allzu viel machen. Aber ich habe schon wieder 93 Wolle. Wie kommt denn so viel Wolle zustande? Ich dachte, die hätte ich gerade alle komplett verarbeitet. Da kann ich hier dann direkt, hier kann ich sozusagen ein bisschen schneller hinwechseln. Und wenn nachher natürlich meine Kohle alle ist, dann kann ich auch nicht mehr allzu viel Kleidung herstellen. Da muss ich mal gucken, wo ich nachher die Kohle herbekomme. Wahrscheinlich auch von der Mine. Vielleicht kann ich ja die Kohle auch aus Holz gewinnen. Wäre durchaus möglich. So, dann machen wir das Holz gleich nochmal wieder voll. Und schon bin ich ein Level aufgestiegen. Gut, dann gib mir gleich mal meine Belohnung. Genau, dann habe ich nämlich mehr Herberes per Klick und per Bild per Klick und 5% faster Schiff. 4 Hours to Max Ship Explore Time und 2 Gemstones und 500 to Max Lumber Supply. Naja, das lohnt sich doch, das gleich einzusammeln. Ich denke, Max Lumber Supply ist 8. Muss ich die erst irgendwo aktivieren? Also hier sind sie jedenfalls nicht drin. Ah, hier habe ich noch eine Stone-Mine. Sehr schön. Okay, also Stone kann ich selber abbauen. Ach so, und dann, wenn die wahrscheinlich depleted ist, dann habe ich natürlich das Problem, dass ich da nicht mehr allzu viel bauen oder abbauen kann. Oder keine Ahnung, wie die sich dann erneuert. Mal gucken, was hier die Stones sind. Common Power Stone. 3x Click and Worker Power for 30 Seconds. Ach, das ist aber dieses Ding da. Dann Rare Power Stone, 1 Minute, also das sind so Upgrades für einfach, dass ich besser klicken kann. Mal gucken, das sind aber alles eben nur zeitlich sehr begrenzte Bonus-Level-Up. Das heißt, dann steige ich eine Stufe schneller auf. Used to make other stones. Dann müsste ich doch jetzt auch 2 bekommen haben. Du hast mir doch gerade gesagt, dass ich in dem Achievement 2 von diesen Steinen bekommen habe. Naja. Dann Treasure Stone, Unlock the Treasure, Wolle, Sailing, City Stone, Mining Stone, Transform Mine to a Random Resource. Ah, okay. Das heißt, wenn ich das verwende, dann wird die Mine verändert. Und hier ist natürlich dann das Echtgeld-Shop. Klar, darf natürlich nicht fehlen. Genau, das heißt, dieses Blaue, was ich eigentlich bekommen haben sollte, ist letztlich die Premium-Währung. Im Moment sieht es noch nicht danach aus, als gäbe es einen Reset-Modus, sondern es ist eher so ein Aufbaumodus. So, jetzt kann ich aber den Keep kann ich noch nicht bauen.
Da fehlen mir noch ein paar Steine, aber die kann ich ja dann gleich nachholen. Mein Basic-Dingsbums ist zurück. Okay, das kann ich hier anschauen. You are now Level 5, gut. You have discovered a new mine. 153 Ressourcen. Okay. Das heißt, ich habe jetzt. Ach je, das heißt, ich finde dann zwar die Mine, das dauert dann eine Weile, aber wenn die depleted ist, ist er depleted. A coal mine has been depleted. Jawohl. Ah, okay, und den Stein kann ich nur verwenden, solange hier noch Ressourcen drin sind. Ansonsten ist das Ding halt dann hinüber. Okay, das heißt, die Dinger verschwinden dann immer wieder. Oh, okay. Das heißt, das ist dann schon so ein ewiger Grind, immer wieder das Schiff losschicken, damit ich dann ja, eine Mine finde, die mir dann hoffentlich ja, ein paar Ressourcen liefert. Und das heißt, wenn ich dann sowieso online gehe, dann offline gehe, meine ich, dann kann ich den losschicken, damit er mir eben eine Mine findet, die zumindest 145.000 bis 226.000 Ressourcen liefert. Okay. Alles klar. Gut, dann nehmen wir die mal wieder raus und machen hier wieder eine Stunde draus. Mal gucken, wie lange ich das Video heute mache. Wie lange es dauert, bis ich so denke, ich habe das Grundzeug alles gesehen. Natürlich kann ich eben dieses Boot immer noch ein bisschen beschleunigen. Also er läuft jetzt schon mit 1,05. Aber meine laufen, glaube ich, noch nicht schneller. Also das heißt bloß, dass er jetzt mit ja, 5% mehr läuft von den Workern, die da drin sind. Aber ich brauche jetzt erstmal noch Steine. So, das heißt, dann kann ich die jetzt auch erstmal depleten und baue erstmal die kompletten Steine hier drin ab. Anscheinend habe ich ja da keine Begrenzung, was ja auch letztlich egal ist, weil wenn die Mine alle ist, ist das Zeug alle und das heißt, ich habe da keine Lagerplatzbegrenzung. So, da steige ich jetzt gleich wieder in einem Level auf. Mal gucken, 4428. Und ich bekomme 2 oder 3 XP pro Klick. So, die Mine ist jetzt gleich alle. Damit ist sie auch depleted und ich habe meine 1000 Stone collected. Ja, und dann gib mal da noch 100 dazu. Use a ship to discover a new mine. Okay, das habe ich ja jetzt gerade schon einmal gemacht. Gilt aber wahrscheinlich nicht. Ah, okay, also Level 5 Rewards. Da kriege ich nochmal 3 Population dazu. Mal gucken, wann ich die sehe. Wahrscheinlich muss ich den erst Platz bauen, bevor die das machen können. Dann Refine per Klick, Harvest per Klick. Okay, da steigt dann schon alles an. Und zwei. Ach, nee. Ah, ich muss die Sachen auswählen. Na super. Die bekomme ich nicht alle automatisch, sondern ich bekomme dann immer nur eins davon. Okay, dann machen wir mal das Harvest noch ein bisschen höher. Und dann hole ich mir jetzt mal die Population. Weil dann kann ich die jetzt, genau, Population determines how many workers you can use. Basic workers require one population. Coin is used to pay workers. Basic workers are paid one coin per second. Boah, das ist aber teuer. Das heißt, wenn ich hier jetzt einen Worker einsetze, der mir zum Beispiel das Schaf aberntet, dann kostet mir das jede Sekunde. Na, hoffentlich, mal sehen, ob der dann nur bezahlt werden muss, während tatsächlich das Schaf was zu liefern hat. Und das, ach so, und deswegen, also hier sind noch keine Worker drin gewesen. Mehr Worker kann ich da auch reinsetzen. So, alle drei, genau, das heißt, ich habe drei pro Sekunde aktuell. Zwei Miners have been removed from. Okay, das heißt, wenn die einmal depleted ist, dann werden die auch wieder rausgenommen. So, jetzt habe ich die natürlich beide für ziemlich lange weggeschickt. Das heißt, einen Worker kann ich hier reinsetzen, dann kann ich mal gucken. Also das Normale dauert eine Sekunde. Und jetzt mit dem Worker ist zumindest noch zweimal etwas mehr. Mehr kann ich natürlich hier jetzt nicht reinsetzen. Und dann kann ich selber noch versuchen, das Ganze zu beschleunigen, indem ich hier irgendwie mit ergänze. Das heißt, ich kann dann zumindest ein bisschen dafür sorgen, dass das nicht ganz so lange dauert. Aber gut, ansonsten dauert das jetzt erstmal noch eine Viertelstunde, bis der zurückkommt. Ich glaube, ah doch, ich kann es abbrechen. Naja, schauen wir mal.
Jetzt mache ich erstmal hier noch meine Population Veränderung und gehe dorthin, um das zu Ende zu bauen. Immerhin habe ich hier jetzt dann auch schon ein bisschen Bonus bekommen. Jetzt wäre natürlich die Sache, wo ich nachschauen kann, wie viel ich tatsächlich jetzt schon an Boni und wie ich die eigentlich verteilt habe. Vielleicht sollte ich dann das Spiel nochmal resetten und von vorne anfangen. Okay, ich habe jetzt 6 weitere Worker bekommen. So, 2 Basic-Knarr. Gut, das habe ich ja schon. Ich habe ja schon beide gebaut. Use One Population habe ich auch schon gemacht. Also her mit der Kohle. Dann kann ich die ein bisschen länger arbeiten lassen. Swisserhand. Ab, Moment. Harvest 500 Wolle und aktuell habe ich 347. Ich kann aber dieses blöde Schaf nicht beschleunigen, oder? Aber ich kann mehr Farmen bauen. Jawohl, dann baue ich doch noch ein paar Farmen dazu. Holz habe ich doch schließlich genug, beziehungsweise Holz kann ich zumindest beliebig oft ernten. Und das werde ich dann auch erstmal wieder tun müssen. So, Lumber, Max Supply 800. Gut, also erstmal wieder 800 Holz eingesammelt. Deswegen ist das vorhin nicht angestiegen. Klar, wenn ich dann nur 1 oder 2 von diesen Levelaufstiegen wirklich auswählen kann, dann ist das natürlich wiederum plausibel. So, das heißt, ich könnte mir hier auch generell einen laufen lassen und sagen, okay, kümmere dich mal drum und versorg mich mal dauerhaft mit Holz. So, mal gucken. Also, was kann ich jetzt hier machen? Das heißt, ich kann entweder eine Reihe Powerstone, mehr Supply, eine Kohlemine, das ist natürlich, ja, da muss ich die zumindest schon mal nicht suchen. Oder noch ein Schaf. Na, ich nehme ja erstmal die Kohlemine, wobei es nur vorübergehend. Das Max Lumber Supply wäre natürlich eine dauerhafte Erweiterung. Das heißt, solche vorübergehenden Sachen sind eigentlich nicht so sinnvoll. Die Frage ist natürlich, was dieses Schaf sonst noch macht. Genau, so, jetzt habe ich nämlich tatsächlich 1800, das heißt, ich kann hier mehr einsammeln und werde hier jetzt mal einen, ich kann ja gleich mehrere Worker hinsetzen. Cool. You don't have enough population, ist kein Problem. Ja, also die, im Moment lasse ich sie jetzt nicht laufen, weil mir das dann zu teuer wäre. Aber ich kann hier schon mal bei der Farm noch, genau, die kann, wollte ich ja eh zu Ende bauen. So, das heißt, ich habe jetzt 200 Schafkapazität. Die Frage ist natürlich, sind die dann auch in 10 Minuten immer wieder voll? Ja. Okay. Das arme, nackte Schaf. So, Schiffe habe ich jetzt noch nicht genug. So, mehr kann ich hier nicht bauen. Genau. Bauen ist gesperrt. Dazu muss ich die Advanced Sailor Guild bauen. Wie teuer ist die denn jetzt tatsächlich? Achso, gar nicht teuer. Darf ich nämlich nicht bauen. Okay, was habe ich denn in der Basic noch? Also Farm habe ich, Keep habe ich, Lumber Yard habe ich. You can have in your stop. Achso, eigentlich lohnt sich das dann natürlich genauso wenig. Hm. Always in coins for you, even when you're not playing. Workers only. Ja, dann schauen wir doch gleich mal, dass ich das baue, weil damit kriege ich das dann Workers Only. Was? Das kann ich nicht klicken. Okay, es dauert dann nur eine Minute. Das ist ja lustig. Also das Ding kann nur gebaut werden von den Arbeitern. Aha. Okay, Dragonforge gives a base 20% increase in all multipliers. Gut, dann baue ich das Ding und ihr baut es an. Oh, ich habe bald keine Steine mehr dann. Aber gut. Das ist ja hier jetzt recht unproblematisch. Okay, 2000 Steine reicht eh nicht. Och man, das ist ja unpraktisch. Okay, Raffinerie, das ist bloß das Closing. Aber das heißt, ich darf auch nicht alles verarbeiten, weil das eine, der Innen selber, war ja jetzt gerade... ja, der brauchte Wolle, um gebaut zu werden. Okay, jetzt verwenden sie erstmal wieder das Holz, bevor sie dann wieder auf ein bisschen Wolle dazugreifen. Auch lustig. Aber die Wolle reicht doch gar nicht. Moment.
Ich besorge euch noch Wolle. Tja, jetzt bräuchte ich wieder mehr. Okay, die nächste Farm. Die kostet ja nur Holz. 234 ist die billig? Nee, die ist teurer geworden, oder? Guck mal gleich nochmal nach. Jetzt baue ich erstmal die zu Ende. Und dann heißt es, dass die natürlich nach und nach ansteigen. Okay, Ressourcen kann ich direkt da oben dann anklicken und. Oh, da kommt noch eine ganze Ressourcenliste. Und das heißt jetzt erstmal hier wieder. So, dann mal alle Worker hier beschäftigen. Achso, den anderen habe ich ja auf dem Schiff gelassen. Dann setze ich den zweiten Mal auch noch auf dem Schiff, damit die Schiffe schneller laufen. Also, Schiff 1, Schiff 2. Ja, das braucht jetzt nur noch 9 Minuten. Und hier. Okay, wieder ein Level. Was kriege ich diesmal als Option? Mehr XP. Mehr Build per Klick, mehr Harvest und Mining pro Klick. Ja, muss ich jetzt mehr ernten oder muss ich mehr bauen? So, dann mehr Population. Dann lieber wobei die Population kann ich erweitern, das andere kann ich erweitern. Dann kann ich mir eigentlich ein bisschen Geld reinholen. Weil ich kann ja das andere alles dann bauen. Allerdings ist Population relativ teuer. Naja, holen wir erstmal die Kohle rein. Es scheint ja doch letztlich alles Upgrades zu sein, die jetzt nicht so, ja, so besonders sind. Also zumindest das, was in der zweiten Ebene war. Das mit den Click-Multipliern muss ich nochmal schauen, inwieweit eben mit Gebäuden das auch ausgeweitet werden kann. So, sobald das Ding voll ist, werden die Arbeiter eh abgezogen. Ja, das heißt, da wird dann zumindest auch Geld gespart und ich kann jetzt meine Farm erstmal zu Ende bauen. So, also 234 hat die jetzt gekostet. Damit ist es jetzt wieder angestiegen und 292 kostet die nächste. Also es steigt schon deutlich an, was die einzelnen Gebäude dann ja an Kosten haben, um die errichten zu lassen. Aber logisch, irgendwo muss ja da dieser ja, Faktor sein, der das Ganze dann verteuert, damit man das nicht beliebig nebeneinander stellen kann. So, das ist jetzt die Basic Farm. Die anderen kann ich hier noch nicht bauen. So, die Keeps, da könnte ich weitere Leute bauen. Lumberjack. So, dann gives its base 20% increase to all multipliers. Mal gucken, auf welchen Teil sich das dann bezieht. Aber jetzt erstmal schauen, dass hier das Teil fertig wird. So, das kann ich nicht klicken. Was heißt ich habe. Achso, ich habe immer noch keine Wolle. Ich dachte, ich hätte jetzt genug Wolle. Also 76 sind jetzt schon wieder da. Und ich habe. Jetzt bekomme ich einen Schafstone. Play a game for 15 Minuten. Sehr schön. Drecke Sheepstone to your sheep to complete your refuel wool. Wird damit nur eins aufgefüllt oder werden damit alle aufgefüllt? Weil dann baue ich lieber vorher noch eins, zwei Schafe. Gemstone can be forged into another type of stone. Click on the one of the buttons in the stone menu. Also das heißt, okay, das heißt, die Premium-Währung kann ich zu diesen Rare Power Stones und so weiter machen. Aber eigentlich ist es ziemlich uninteressant, weil es sind alles nur sehr kurze Boni, die sich aus meiner Sicht da an der Stelle nicht unbedingt lohnen. Jetzt habe ich aber zumindest tatsächlich mal drei davon bekommen. So, ein Bonus-Level-Up kostet im Moment 10 Steine. Used to make other stones. Okay, deswegen kann ich hier jetzt nichts weiter aktivieren. Und hier ist der Sheepstone. Ein Mining-Stone. Ach ja, genau, das ist aber nur das Transforming. Weil im Moment gibt es Stein und Kohleminen. Mal gucken, welche das später noch werden. Okay, also der Inn sollte jetzt ja fertig gebaut werden können, weil jetzt habe ich ja genug. Und die vier Arbeiter, die mir dann den Inn machen. Okay, what you got? 2000 Coins to total Inn Coins. Okay, was heißt das? Inn are full. Okay, das heißt, da kann ich die 2000 dann einsammeln.
Und in 6 Stunden bekomme ich also 2000 Coins aktuell. Und wenn ich das nochmal bauen will, brauche ich nochmal 250. Okay, das ist mir im Moment zu teuer, weil ich eh nicht genug Wolle habe. Das heißt, ich will aber jetzt noch weitere Schafe erweitern, damit sich dann hoffentlich der Stone umso mehr lohnt. Und in der Zeit, während ich das Zeug baue, könnt ihr doch eigentlich schon mal dafür sorgen. Achso, genau, hier sind die Arbeiter. Dann könnt ihr doch schon mal dafür sorgen, dass ihr weiterhin Holz abbaut. Also die 4, die ich noch zur Verfügung habe. So, die bauen 8 pro Dingsbums ab und ich schaue, dass ich in der Zeit die Farm baue. Das heißt, dass ich das Zeug schneller verbrauche, als ihr es bauen könnt, als ihr es abernten könnt. Ah, use the Worker Manager an der Bottom Bar. Gut, habe ich gemacht. Nochmal Geld. Complete Building while Game is closed. Okay, das heißt, da muss ich die Arbeiter hier irgendwie auf das Ding ansetzen, um dann das Zeug zu bauen, während ich dann offline gehe oder das Spiel zumache. So, jetzt habe ich 500. Build another. Na, kannst du mir doch gleich in das Baumenü springen. So, und schon bin ich Level 9 und ich habe ein Artefakt gefunden. Now that there is some light in here, you can see the bottom of any bag. Okay. Power, get the max number of bonus gemstones when opening a boat game bag. Okay, also auch ein Verbrauchsgegenstand. Na schön. Ach so, genau, mein Level-Update-Bonus. So, nächstes Schaf. Schäfchen um Schäfchen. So, was bekomme ich diesmal? 100 Schafe. Das heißt, das ist im Endeffekt die Kapazität, die ich dann einen ausbauen kann. Die Rare Power Stones. Die Power Stones werde ich eh nicht verwenden. Und das ist im Moment das, was mir anscheinend am stärksten Begrenzung ist, weil ich das mit Klicken im Moment nicht erweitern kann. Aber ich kann ja hier noch, genau, noch Zeug verkaufen. Das heißt, aber dafür müsste ich natürlich das Schiff hier hinschicken. Und dazu muss ich erstmal noch weitere Schiffe bauen. So, jetzt werde ich nochmal gucken, ob das jetzt eigentlich, ob das schon außerhalb des Games, also außerhalb des Spiels zählt. Ah, okay, die sind schon fertig. Dann baut doch bitte mal einmal noch eine Lumberyard, damit ihr auch mehr ernten könnt. So, dann gehe ich jetzt erstmal nach hier vorne und guck mal, ob letztlich in der kurzen Zeit, also sobald die ja removed sind, wäre das Ding ja fertig. Und ob das dann schon einen Effekt hat oder ob ich tatsächlich das Spiel schließen muss, um das nächste Achievement zu bekommen. Ansonsten begin a girls. Das muss ich nur anfangen. Okay, das heißt, sie sind fertig, aber das Spiel ist natürlich nicht geschlossen, sondern sie haben das so gebaut. Okay, dann bauen wir jetzt gleich noch eine. Holz habe ich ja noch genug und werde dann gleich nochmal offline gehen, sobald ich den Build Dragon Forge. Das ist das, was ich bauen soll? Nee, a Guilds Building Guild. Wahrscheinlich die da. Okay, also dann jetzt erstmal rausgehen. Yes. So, mal gucken, wenn ich jetzt gleich wieder in das Spiel reingehe, ob ich dann tatsächlich ja, den nächsten Schritt dort bekomme. Also wieder ab ins Spiel. Sollte ja eigentlich soweit gereicht haben. So lange hat es ja nicht gedauert, mehr das zu vervollständigen. Oh, ah, doch. Complete Building while Game is closed. Ja, habe ich geschafft. Und wieder 500 Goldmünzen, sehr schön. Ich habe schon 5 Farmen, jawohl, einen Common Power Stone. Travel 1000 Meters in a single trip. Your basic car ist so, your Basisschiff ist zurück. Ach hey, was habe ich denn da jetzt? Gut, also die nächste Mine bekommen,
Just click on the More Games tab in the Dingsbums. Bababa. Jawohl, mach mal. Just click on the More Games tab, habe ich gemacht. Deplete 5 Mines, 2 habe ich schon. So, was haben wir noch? 10.000 Meter eine Single Trip und beginne Guild Building. Okay, ach nee, ist Stone Mine. Ich dachte schon, das wäre was anderes. So, 1000 habe ich da jetzt. So, jetzt machen wir mit dem mal noch einen Handel. So, 3000 Ressourcen kannst du mitnehmen. Dann lass doch mal meine Leute noch ein bisschen Lumber bauen. Beziehungsweise kann ich die Wolle auch auswählen? Ne, ich habe aktuell nur das eine, was ich verkaufen kann. Ich kann aktuell nur Holz verkaufen. Das ist aber unpraktisch. Warum nehmen die denn das andere Zeug bisher nicht an? So, das Lumber-Ding ist fertig. Da baue ich jetzt... Ja, da brauche ich, damit ich 3000 machen kann, muss ich hier auf jeden Fall noch welche bauen. Dann baut ihr mal mit und ich unterstütze euch dabei, damit wir dann nachher genug Holz zusammenbekommen können. Ihr erntet das Holz und ich baue. Ja, ich kann im Moment deutlich schneller bauen, als ihr Holz ernten könnt. 3300. Gut. So, mein nächstes Level Reward. Mehr Bild per Klick oder mehr Harvest pro Mine per Klick? Machen wir mal erstmal noch ein bisschen mehr Bauen pro Klick. Und nochmal 3 Population. Dann kann ich die nämlich für den Lumber mit einsetzen. Also hier ist das Bauen. Das Dragonforge. Das bin ich schon mehr oder weniger am Bauen. Im Moment etwas weniger. Aber hier mal mein Schaf wieder abernten. Das ist ja schon fast komplett zugewuchert, das arme Schaf. So, was machen meine Holzfäller? Machen die überhaupt irgendwas? 5 Leute. Okay, das sieht doch schon besser aus. So, nochmal der Punkt. Was sind die nächsten? So, die Gilde. Also, jetzt gehen wir mal das Ding an. Kleidung habe ich zwar aktuell noch nicht genug, aber das werde ich dann... Ja, das kann ich auf jeden Fall schon mal gebrauchen. 500 zusätzliche Steine. Click on Ships 500 times. Na super. Okay, dann schicke ich mal gleich das nächste Schiff los und ich werde meine Leute hier mal ein bisschen unterschiedlicher verteilen, damit ich letztlich alle Ressourcen irgendwie ein bisschen mitlaufen. So, 2 für Holz, 1 für die Wolle, 1 hierfür, einer, der schon mal ein bisschen damit baut. So, da kann ich keinen mehr da reinmachen. Und Basic Sailor's Guild, die ist auch schon in Bau. Naja, das lohnt sich eigentlich nicht, beide parallel zu bauen. Was macht denn die Dragonforge? Die habe ich da schon angefangen. Achso, 20 Increase in All Multipliers. Und die braucht 3000 Holz und 2000 Stone. So, was habe ich denn jetzt noch an Minen übrig? 1300. So, das wird relativ schnell gehen, dass die alle ist dann. So, damit ist die nächste Steinmine erledigt. Und was ist der nächste Bonus? 300 Schafe. Oh, your workers are learning Sailor Level Up oder Builder Level Up. Das ist ja cool. Aber wahrscheinlich kann ich das auch mit den anderen Sachen machen. Aber dann machen wir das doch mal für die Sailor, damit die Schiffe noch ein bisschen schneller machen. Was war denn jetzt das andere nochmal? Achso, da hatte ich nämlich den Power Stone noch ausgewählt. Da will ich nämlich lieber noch weitere Population haben. Oder noch 300 Schafe. Komm, gib mir noch 300 Schafe. Und jawohl. So, Work per Second. Das heißt, vorher hat er 2 gemacht und jetzt sind es 3.
Und das heißt, die kann ich jetzt wieder zuordnen. Das heißt, es geht dann noch schneller. Wie viel? Ah ja, genau. Lumberstone. Machen wir jetzt mal noch 5, weil ich will ja die 3000 voll haben, damit ich auf jeden Fall die dann zur Stadt schicken kann. So, das heißt, wenn ich das Schiff jetzt mit 3000 hinschicke, dann kriege ich 15.000 Goldmünzen. Das sollte auf jeden Fall um einiges helfen. Use. Nee, nicht das. Das andere Schiff. Okay, so, da habe ich jetzt die nächste Mine. Auch wieder Stone. Und die einen wollte ich jetzt losschicken. Okay, das ist die Stadt, wo es hinfährt. Und das ist jetzt, ah ja, genau, ich kann nur das Holz auswählen. Und Abmarsch. Also 7 Minuten. So, jetzt habe ich einen Segler drauf. Dann sollte das, ja, dann dauert es nur noch 2 Minuten, dass der mir das ganze Zeug verkauft. So, nächstes Level. 100% Refine per Klick. Ja, dann nehmen wir erstmal den großen Bonus. 4 Hours to Max Ship Explore Time. Das machen wir dann erstmal nicht. Mal gucken, wie die später hochgenommen werden. Aber dann helfen mir im Moment die Leute natürlich besser, dass ich noch mehr Worker habe, die ich einsetzen kann. Also machen wir hier schon mal mehr rein. Wie viel habe ich jetzt? Machen wir hier mal 2. So, hier wieder Wolle ernten bitte. Und Holz sollten natürlich auch immer noch welche aktiv sein. Wobei Wolle geht ziemlich schnell. Wo waren jetzt der, genau, die Kleidungsfactory? Wieso? Oh, ich habe keine Kohle mehr. Ich kann keine Kleidung mehr herstellen. Das ist natürlich unpraktisch. So, die Farm, die Schafe und so weiter, das nützt mir jetzt im Moment nichts. Der Multiplier. Das heißt, hier, nee, die Clothes Factory ist auch nicht so relevant. Das heißt, es geht jetzt eigentlich darum, die Sailor Guild oder das andere Ding fertig zu bekommen. Also im Moment, wo habe ich denn den jetzt? Aber das heißt, wenn ich keine Kleidung mehr herstellen kann, kann ich die Sailor Guild überhaupt nicht fertigstellen. Das heißt, nur die Dragonforge, die kann ich natürlich weiter herstellen. Okay, das heißt, gut, dann machen wir die Dragonforge zu Ende. Gut, dann her mit der Kohle. Jawohl. The supply of this resort has gone up here. I'm afraid we are. Ja. Gut, dann geh du mal auf Explore. Jetzt ist natürlich die. Ah, okay, also hier kann ich eigentlich auch neue Städte finden, mit denen ich dann wahrscheinlich noch mehr Handel treiben kann. Ja, genau, ich wollte ja jetzt die Meters to Travel, weil ich soll wie viel? 10.000 Meter in a Single Trip machen. So, dann machen wir mal, schauen wir mal, dass wir genau knapp drüber kommen. Weil das dauert natürlich eine ganze Weile. Das werde ich jetzt heute nicht mehr fertig bekommen. Aber dann ist der auf jeden Fall genau so, genau 10.000 Meter. Und dann eine Dreiviertelstunde. Okay. Ja, das dauert eine ganze Weile. Ich bin mal gespannt, wann die New City hier freigeschaltet wird. Wahrscheinlich werde ich dafür andere Schiffe brauchen. So, Worker rein. Wie ändert sich denn? Okay, 2,5 Stunden braucht er ohne den Worker und mit Worker braucht er das da. Und das sind die anderen. Okay. So. Also zurück zum Bauen der Dragonforge. Leider nicht mehr genug Holz da, um weiterzubauen. Dann kümmert ihr euch doch mal ums Holz und ich baue weiter. Naja, insoweit gefällt es mir schon ganz gut, dass die Klickmechaniken ja, deutliche Einflüsse haben, dass ich damit auf jeden Fall verschiedene Sachen gestalten kann. Auch wenn es im Moment von der Bedienung her und vom Wechsel in die einzelnen Ressourcen noch ein bisschen fummelig ist.
Und die Frage ist natürlich auch, wie viele Ressourcen oder wie viele Worker ich maximal zusammenstellen kann, dass die an einer Stelle dort irgendetwas machen. Mit 10 sieht der Kreis auf jeden Fall noch ganz brauchbar aus. So, dann sollte jetzt die Dragonforge gleich fertig sein und mal gucken, was da jetzt der 20% Multiplier tatsächlich ist. Das heißt, wenn ich jetzt hier zum Beispiel mit 4 gebaut habe, dann sollte das dann 4,8 werden oder sowas in der Richtung. Ah, what you got? 25% Build per Klick, 25% Harvest per Mine per Klick und 50% Refining per Klick. Das heißt also, das, was ich bei den Level-Ups bekomme, und ich vermute ja mal, dass ich hier mehrere von den Dingern bauen kann. Ja, Build NASA steht auf jeden Fall da. So, die anderen sind noch gesperrt. Unlock Power of Times hier. Unlock Time Stones. Collect Time Stones, 2 Gems Stones. Okay, das heißt, ich brauche verschiedene von diesen Dingen. Okay, gucken wir mal, ob ich hier neue bekommen habe. Das heißt, ich brauche dann eine Rare Power Stone, Stone Mine. So, Builder Level Ups mache ich erstmal nicht. Dann machen wir noch ein Sailor Level Up, damit die Schiffe schneller sind. Ja, ist okay. Boah, jetzt geht er schon auf 5. Und sie werden aber auch teurer. Kann ich jetzt in dem Schiff selber schon 2 unterbringen? Nee, das heißt, ich muss 2 Worker frei haben, um jetzt einen reinzusetzen. Aber ich kann trotzdem nur, ja, ich kann trotzdem nur einen reinsetzen, aber er ist jetzt auf jeden Fall deutlich schneller. Mal gucken, wie lange jetzt das noch dauern würde. 25 Minuten. Und jetzt hat er schon 5 Multiplier. Okay, also da gibt es auf jeden Fall auch Möglichkeiten, das hochzubringen. Jetzt ist natürlich noch die Sache, also wo habe ich jetzt das neue Gebäude angefangen? Achso, das kann natürlich, steht bei den Workern da nicht drin. Ah, Moment, da waren Statistiken. Ja! Level up einmal, 10-mal, 100-mal. Das heißt, ich kann hier auch noch irgendwas machen. Ihr könnt Level Up 0 more times im Moment, aber wäre natürlich schön, wenn ich da mehr machen kann. Und dann kann ich die jeweils hier reinsetzen. Aber das heißt, ich brauche für einen Worker dann 2 Population und dann werden sie natürlich auch entsprechend mehr bezahlt, was jetzt nicht so problematisch ist, aber dass eben mehr Work pro Second dann gemacht wird. Das ist auf jeden Fall schon mal gut zu wissen. Ah, okay, Lumber ist voll. So. Die Wolle wird noch ganz gut produziert. Der hört wahrscheinlich auch gleich auf. Und Kohle habe ich ja keine. So, meine beiden Schiffe. Ja, das eine ist Resting. Wie kann ich denn jetzt auf das andere Schiff zugreifen? Kann doch nicht so schwierig sein, hier auf das zweite Schiff zuzugreifen. Okay, das ist meine Stone Mine. Kann ich auch Arbeiter beschäftigen, dass sie das Zeug für mich abbauen. Wobei ich es selber wahrscheinlich schneller kann. Wobei hier jetzt tatsächlich noch die Frage ist, ob ich... ja, Kohle, sehr schön. Das heißt, mit einer Kohlemine habe ich natürlich jetzt die Möglichkeit, dann auch wieder Stoff herzustellen. Ach nee, das ist doch das... okay, komisch. So. Ist das, dann kann ich dich ja auch gleich nochmal losschicken. Ich frage mich, ob die Preise dann später wieder anheben, wenn ich das dann eine längere Zeit nicht verwendet habe. Es sind dann jetzt nur noch 9000. Aber kein Problem. Ab mit dir und noch ein bisschen Geld verdienen. So, dann kann ich die anderen jetzt wieder zum Holzhacken schicken. Und hatte ich jetzt noch einen Bau offen. So, Basic Sailor Guild. Genau, das andere ist abgeschlossen gewesen. Und jetzt habe ich auf jeden Fall, denke ich, genug. Sobald ich die hier natürlich abgebaut habe. Das werde ich dann selber machen. Weil dann habe ich auf jeden Fall genug Kohle, um noch das Tuch herzustellen.
So, die nächste Mine ist depleted, eine fehlt mir noch. Und jetzt mal schauen, wie ich jetzt hier noch an weitere Sailors, alle Higher Level Ships. So, das wäre im Endeffekt das nächste, was es zu bauen gilt. So, Tuch habe ich jetzt bald 1000 zusammen, sehr schön. Hey, der ist schon da. Das ging ja flott. 1 zu 2. Okay. Ja, das lohnt sich jetzt nicht mehr so. Dann suchst du mir doch jetzt einfach mal noch eine weitere Mine. Und mit 10 Minuten geht es ja relativ schnell. Vorausgesetzt natürlich, ich stelle den Worker da drauf. Okay, und ich kümmere mich weiterhin um die Baustelle. So, Stein habe ich im Moment auch nicht mehr genug. Das heißt, auch dafür brauche ich noch eine weitere Mine. Okay, ich glaube, das ist dann, da nähert sich die Folge so langsam dem Ende, weil dann brauche ich doch einiges an mehr Zeit, bis ich so verschiedene Elemente wieder aufgefüllt habe oder ich die Möglichkeit habe, das halt dann zu nutzen. Weil ansonsten kann ich ja jetzt nicht mehr wirklich irgendwas großartig bauen. Also klar, ich kann natürlich noch weiterhin die Holzsachen bauen, weil Holz kann ich immer wieder requirieren. Aber die Schiffe sind dann... Ach, Moment. Ich sollte ja noch das Schiff begleiten. Das heißt, click on the ship 500 times. 344 habe ich schon. So, was bekomme ich hier? Genau, faster Ships. Das ist doch schon das, was ich gleich haben möchte. Und eine Steinmine hilft mir im Moment auch sehr weiter. So Leute, ihr kümmert euch dann jetzt mal statt dem Dings da zur Hälfte um die Mine. Also Lumberjack ein bisschen runter. Dafür Close Factory brauche ich im Moment noch nicht allzu viel mehr. Das reicht dann auch bei 730, dann kann ich den da rausnehmen. Komm. Jawohl. So, das reicht. Mehr musst du nicht herstellen. Wolle kann natürlich wieder gemacht werden. Und dann jetzt hier, kümmert euch doch mal bitte um die Steinmine. So, und ich widme mich jetzt dem Schiff. Und zwar das, was mir eine neue Mine sucht. Ah, die suchen im Moment beide. Und ich nehme das, was ein bisschen schneller sein soll. So. Dann beschleunige ich jetzt das nochmal ein bisschen, um da auch dann das nächste Achievement voll zu bekommen. So, 379, das heißt noch 100. Und dann klappt es auch. So, die Depleted Main habe ich dann. Und gut, die 100 Meter, 10.000 Meter, das sollte auch kein Problem sein. Also, geht doch. Her damit. Okay, Level 13. Permanent Level 1 Daily Stone. Track a Sailing Stone for a Sailing Ship to make it 10-fach faster for the entire trip. Can stack 3 times for 1000 Speed. Okay. So. Permanent Level 1 Daily Stone. Daily Stones can be upgraded or collected every day that you play. Okay. This one is permanent, so once you collect it, it will not be destroyed, but any future Daily Stones you find will be gone one collected. Go to the Updates menu to get started. Okay. So, Lumberyard habe ich auch schon vervollständigt. Das kann auf jeden Fall, genau, das kann überfüllt werden. So, mehr als 2500 Gold eingesetzt, das lohnt sich ja schon. Also sind ja jetzt einige zusammengekommen. Finish a Guild Building, you don't need all the resources, reward free level bonus. Ich benötige nicht alle Ressourcen, echt? Okay, jetzt aber erstmal. Acer collect one power stone up your daily stone. So, ein Gemstone. Das heißt, da bekomme ich alle drei.
Level 2 Power-Up for Tomorrow. Das heißt, wenn ich morgen wiederkomme, dann kriege ich die Sachen. Oder wie? Gut, dann habe ich eine weitere Premium-Währung. Since this was a permanent daily stone, it will be reset to level 1 tomorrow. So, das heißt, hier bekomme ich noch zwei weitere Gemstones. Sehr schön. Wo war dieses nette Gemstone-Gebäude? Ah, Portal of Time, das war's. Ganz unten stand das Ding. Also, dann hätte ich jetzt auf jeden Fall genügend von diesen Stones, um das Ding fertig zu bekommen. Mal gucken, was passiert. Portal of Time. You could use some more Gemstones. Get them Gem-appreciated for back now. Nein, danke, ich will keine. Unlock Timestone. Common Timestone, 2 Gemstones. What you got? Okay. Das heißt, in diesem Ding bekomme ich jetzt regelmäßig normale Gemstones. Das heißt, ich habe jetzt schon wieder 2 bekommen. Komm, sag mir was. Achso, nee, das ist nur das Unlocked. Moment. Unlock Timestones, Common Timestones, Gemstones 2. Hm. Das sagt mir jetzt nicht allzu viel. Okay, mal schauen, was mit dem Ding weiter passiert und ob das Ding irgendwie sinnvoll ist. Ah, Moment, da ist doch ein neuer Reiter aufgegangen. Timestone, move the entire game forward by a certain amount of time. That means your ship's workers and anything else that you use will be working for that amount. Using Timestone also uses Gem. Okay. Gut, das heißt, ich habe mir jetzt ein Objekt freigeschaltet, in dem ich noch mehr von der Premium-Währung verbrauchen kann. Super. Okay, das war kein sinnvolles Investment. Weil bisher habe ich noch keine gute Quelle gefunden, wo ich tatsächlich die Gems im Spiel sonst freischalten kann. Außer ab und zu über irgendwelche Rewards oder irgendwas. Gut, dann... okay, Lumber ist soweit ausreichend. Dann gilt es weiterhin, jetzt das nächste Gebäude zu bauen. So, die Basic Sailor Guild. Eigentlich habe ich schon das Sailor Guild fertig gebaut. Ne, die Dragonforge hatte ich schon fertig gebaut. Also ist jetzt wieder die Aufgabe, dieses Ding hier fertig zu bauen. So wird es noch, naja, 10 Minuten wird es auf keinen Fall dauern, das geht schneller. Aber ich kann ja mal die anderen Arbeiter darüber holen. Remove all. Auf die Schiffe kommen wieder welche rein. Und Steine und... Holz habe ich genug, also alle bitte mitbauen. So, also noch weniger als 3 Minuten dann letztlich, um diese Sailor Guild zu bekommen. Und dann habe ich hoffentlich mehr Schiffe, dann kann ich mehr andere Sachen machen, dann kann ich noch mehr machen und mehr und mehr und mehr und mehr. Ja, die ewige Grinding-Schleife. Die Dinge werden teurer, man muss mehr Ressourcen holen, man muss mehr Sachen machen. Aber darum geht's ja. Worum sollte es auch sonst gehen? Juhu! Und ich habe eine weitere Errungenschaft freigeschaltet. Sailors Level Ups. Ein Sailor Level Ups. Use your ships to explore new cities. Can build Crack, Kelly and Clipper. 6 hours to max ship to explore time. Sehr schön. Ein Sailor Remove vom Basic Dingsbums. Ja, den schicken wir auch gleich wieder rauf. Weil der hat ja schließlich was zu tun. A stronger nation. Finish a guild building and you don't need all the resources. Reward free level bonus. What you got? A free level bonus. Was heißt das? Ach so, ich bekomme ein cool. Okay, mining oder refining? Hey, es reimt sich. Mining oder Refining, super. Also, Mining Level Up, you feel stronger, faster Ships, jawohl, schnellere Schiffe sind auf jeden Fall wichtig und weitere Population, ja.
So, der Miner ist jetzt auf Stufe 3. Und wahrscheinlich sind die dann auch wieder removed. Oder habe ich die schon? Ja, die sind schon alle removed hier. Leute, Mine abbauen. Jetzt. Sofort. So. Und ich habe eine neue Mine gefunden. Schon wieder eine Steinmine. Kann ich das nicht irgendwie einstellen, damit er ein bisschen mehr macht? So, okay, du bist jetzt mal. Okay, nur 5 Minuten mit neuen Workern. Genau, dann leg mal los, dass du mir eine vernünftige Stadt findest. Was soll ich jetzt eigentlich machen? Ich soll 1000 Stone, 10.000 Stone, eine weitere depletete Mine und 10.000 Meter für das Schiff. Gut, dann machen wir jetzt erstmal die Stone-Mine hier leer. Damit ich sehe, was das nächste Achievement wird. Her damit. Sell 10.000 Ressourcen, Raw Power Stone und 7.000 Max. Was? 7.000 soll ich aufbauen? Okay. Was sagen das? Also ein Rare Power Stone, das sind die, fünffache Klick und Worker Power. Das heißt, davon habe ich jetzt schon 6 und davon habe ich 4. Naja, mal schauen, was ich mit denen noch anstellen kann. Weil Portal of Time kann ich auf jeden Fall eh nicht großartig irgendwas anstellen. So, das Secret gives a base. Achso, genau, die Dragonforge habe ich noch nicht fertig gebaut. Die hatte ich jetzt gerade eben schon angefangen. Dann setzen wir hier mal noch ein paar Worker rein. Oder auch nicht, weil so viel Stein habe ich noch gar nicht zusammen. Okay, also, dann macht ihr hier mal jetzt die Mine klar. Und was stelle ich mit den anderen an? Ich würde mal sagen, Holz abernten. Los, Holz sammeln. Okay, und einer macht wieder Wolle. Und einer sollte noch Kleidung machen. So. So, die Dragonforge war mir jetzt zu viel. Aber was für Schiffe kann ich jetzt bauen? Hey, cool. Holds lots of resources. Fast base speed. Can hold many workers. Das schon ist eine Galeere. You can build 2. Okay, was kriege ich? Refiner, Builder. Okay, da muss ich mir jetzt mal die Statistiken anschauen. Also, wenn ich den Builder, dann habe ich da auf 3. Wenn ich den Refiner, habe ich auch auf 3. Okay. Dann machen wir mal den Refiner zuerst. Eine Stone-Mine ist auf jeden Fall hilfreich. Oder noch mehr Bevölkerung. Ne, erstmal die Mine, weil die dauert dann am längsten. Ja, about level up refineries, they will be stronger, but will remove from the current jobs. Okay. Ja, das heißt Close Factory wieder rein. Und Schiffe angucken. 5000! Oh, scheiße, da brauche ich ja noch einen Haufen Kohle. Okay, du 7000 und du 3000. Okay, den könnte ich ja noch in überschaubarer Zeit machen. So, wie viel Kohle habe ich denn jetzt noch übrig? 700. Schlecht. Das heißt, sollte es jetzt wieder daran scheitern, dass ich letztlich nicht genug ja, Möglichkeiten habe, da das andere Zeug zu sammeln. Was, die Stone Mine ist auch schon depleted. Okay, aber ich habe schon die nächste. Hey, ach ja, stimmt, die habe ich ja über den Level Up gerade geholt. Okay, dann baut ihr mal die Mine ab und ich schau mal, dass ich das Bauen hinbekomme. So, 5 Stück habe ich hier schon. Moment, was gibt es denn da jetzt noch? Das kann ich noch nicht bauen. Keeps kann ich durchaus noch bauen. Population, Lumberyard,
gibt es überall noch mehrere Stufen. Hey, mein Schiff ist auch schon fertig, das mit den 10.000 Metern. Also beziehungsweise, ist es fertig? Ja. Steinmine, super. Beziehungsweise, das sollte ich doch dann jetzt... So, Shipping Goods mache ich jetzt noch nicht, sondern dich mache ich jetzt auch wieder einen Tag... 7 Minuten. Ja, ein Tag. 3 Stunden. Die Maximalzeit sind im Moment 8 Stunden. Das wäre zumindest über Nacht ganz gut, die dann auf die Maximalzeit zu setzen. Aber jetzt machst du erstmal wieder eine kleine Runde. Und ich werde mal schauen, ob ich die andere Mine... dann sind ja die Steine hier doch ganz nützlich. Bitte, bitte Kohle. Jawohl. So geht das. So gefällt mir das. Dann habe ich auf jeden Fall genug Möglichkeiten, Kohle einzusammeln, um dann das dort zu machen. Oh, ich habe eine Stadt entdeckt. Und ich kann... Upp. City Stone. Drag the stone to an explored city to give it a random sell value and a new trade deal. Das heißt, ich kann das eine verkaufen und das andere kaufen. Trade one close for 3 coins. So. Game installed for 1 days. Current 1 Stunde. Gut, das dauert auf jeden Fall noch eine Weile. So, Stein habe ich jetzt auf jeden Fall schon mal genug eingesammelt. Bekommen Level 20. Moment. Auch 2 Gemstones und 7000 Max Supplier Flamme. Genau, das Max Supply werde ich jetzt als nächstes in Angriff nehmen. Und dich werde ich mal losschicken, dass du mir noch ein bisschen Holz verkaufst. Hey, was ist das denn? Das ist der Trade Deal. Was auch immer das ist, gegen Holz. Super. Aber 3000 Meter musst du für das Ding zurücklegen. So, maximal Holz. Und ab mit dir. Okay, das dauert dann nur 5 Minuten. So, jetzt ist noch mal nachzuschauen. Also, ich mache jetzt erstmal das Lumberyard fertig. Auf 5000 soll ich das Ganze bringen. Und mir fehlt... Ach Quatsch. Holt einer von euch noch Holz? Nee, natürlich nicht. Ihr steckt jetzt im Moment alle in der Kohlemine und in der Steinmine. So, da sind die Schiffe drin und einer macht die Kleidung. Und Wolle ist schon wieder abgelaufen. Habe ich den Wollstone eigentlich noch? Ja. So, dann mache ich jetzt als erstes nochmal eine weitere Farm, damit ich da auf 1000 komme und wenn ich die dann einmal refreshe, dass ich dann 1000 Wolle habe. So, jetzt bin ich ja mal gespannt. Es sind ja letztlich nur 10 Minuten, die ich mir da einspare. Okay, wieder schnellere Schiffe. Das ist auf jeden Fall aus meiner Sicht immer noch das Praktischste. Das andere lässt sich auch so hinbekommen. Und 3 weitere Worker, jawohl. So. Jetzt lass doch mal schauen. Jawohl. Komplett hängt es eigentlich davon ab, wie viele Ressourcen ich ernte. Sieht zumindest so ein bisschen danach aus. Jetzt wäre nochmal interessant zu sehen. Also ein Worker macht erntet 3 pro Sekunde. Und dann ist er natürlich wieder weg. Das heißt, da ist natürlich dann spannend zu wissen, okay, ab wie vielen Schafen... Im Moment kommt es sozusagen vom Schaf her auf 2
sogar nur eins teilweise. Also ein bis zwei, was pro Sekunde nachläuft, ist ja klar. Also 600, also es dauert 10 Minuten, das heißt 600 Sekunden. Das heißt, es sind ja, bei 1200 wären es 2 pro Sekunde und ein so ein Worker erntet 3 pro Sekunde. Das heißt, bei 1800, also noch 800 Schafe, dann würde ein Worker dauerhaft sozusagen beschäftigt sein, um sich ja, mit dem Schaf anzulegen. Das heißt aber umgekehrt, wenn ich Schafwolle selber sammeln will und hier natürlich Kleidung behalten möchte, mal gucken, weil der hat auch 3 pro Sekunde. Das heißt, dann sollte ich schon beim Doppelten sein. Das heißt, 2 Worker für die Schafernte mit 3600 Einheiten. Okay, die Stone Mean ist depleted. Dann kann ich hier euch noch ein bisschen verstärken. Also im Moment ist es zumindest mit dem Geld überschaubar. Was macht denn eigentlich mein Inn? Von wegen... weil da kann ich doch hier dann mal noch dafür sorgen, dass ich... achso, ja, die darf ich ja nicht selber bauen. Das heißt, ihr kümmert euch mal bitte daran, dass dann dort noch Kohle reinkommt. Muss ich die eigentlich irgendwo einsammeln? So, die Carpenter's Tool kann ich dann auch schon mal anstoßen. Aber ich habe noch nicht genug Leute. So, gut. Also, dann doch erstmal ein paar Keeps bauen. Die sind ja auch nicht so teuer. Um mal noch die Bevölkerung ein bisschen hoch zu pushen. Mein Schiff ist zurück. Beziehungsweise ist es angekommen. Es ist nicht zurück. Your basic in has completed. 2000 dafür, dass das Ding einmal gebaut wurde. Okay, es dauert immer noch die gleiche Zeit, bis es voll ist. Okay. Kann ich das trotzdem schon einsammeln? Ja. So, das heißt, wie viel Ins bräuchte ich jetzt, um einen Worker dauerhaft einzusetzen und über den Inn zu finanzieren? Das heißt, ich müsste pro Sekunde einen Taler einnehmen. So, wenn ich jetzt 2 Ins gebaut habe, habe ich 3600. Das heißt, ich müsste aber eben das Sechsfache, weil das dauert ja 6 Stunden, bis diese Ins wirklich voll sind. Ja, das heißt, ich wäre schon mal bei 12. Also ich bräuchte 12 Ins, um einen Arbeiter dauerhaft über den Inn zu finanzieren. Und jetzt habe ich 24 Arbeiter. Also das wäre eine absurd hohe Menge an Ins, die ich dort noch bauen muss. Okay, also dann gucken wir mal, was ich jetzt hier... Okay, eine neue Stone Mine. Kannst gleich mal noch... Okay, die nächste ist dann wieder 15.000. Also das gibt es dann mehrere Stufen, dass die dann ja dort weitersuchen. Mal gucken, ein Tag dauert 3 Stunden. Dann mach du doch gleich schon mal die nächste, weil eigentlich dürfte es relativ egal sein. Mal gucken, wie weit sich das ändert. Also eine Stunde, 2,5, 5,1. Okay, je länger ich es laufen lasse, desto verhältnismäßig mehr Ressourcen bekomme ich. Aber dann machen wir hier wieder eine Stunde. Und einen Worker dazu. Und hier 12.000 Coins. Ja. Das heißt, es ist gut, wenn ich dann immer das Maximum hinbringe, wenn sich die Dinger dann ändern. Und die Frage ist natürlich, ob ich den jetzt nochmal losschicke. Aber ich gehe mit dem auch erstmal eine neue Mine suchen. Weil ich brauche ja vor allen Dingen dann auch noch Kohle wieder. Genau, die Lumberjack. Da bauen wir jetzt mal dann zusammen einfach weiter. Hey, ich glaube 10 ist das Maximum, was ich unterbringen kann. Aber da sagst du jetzt nichts dazu. So, dann kann ich ja hier für die Stone Mine noch einen beschäftigen. So, das heißt, ich muss noch 6 Stück davon bauen. Ja, hier ist ja auch automatisch angezeigt, also 0,19 aktuell. Produziert der Inn und eben für einen Worker bräuchte ich eins, was ja dann aufgebraucht wird, um den dauerhaft zu beschäftigen.
Ja, die Kohle geht auch immer, also die Kohle, nicht das Geld, geht auch immer weiter runter, logischerweise, weil ich ja weiterhin die Kleidung produzieren lasse. So, das nächste Level. Okay, Builder und Refiner. So, was sieht Builder und Refiner? Wie sind da aktuell die Verteilungen? Gut, das heißt, dann mache ich dann den Builder jetzt noch auf die nächste Stufe, bevor ich dann dort einen Zweier bekomme. Ja, genau, mehr als 10 geht ja nicht. Das heißt, da ist schon das Maximum, was mir die eigentlich zuliefern können. Ach so, das ist natürlich dann von Vorteil, wenn die Statistiken hier natürlich dann höher werden, dann kriege ich natürlich im Endeffekt auch mehr. Das heißt, ich kann zwar nur 10 hinsetzen, aber später, so wie ja jetzt hier beim Schiff schon, dass sie dann eigentlich 3 Population pro Slot letztlich machen und das dann weiter hoch geht. Auch ein bisschen konfus. Man könnte ja auch einfach sagen, dass diese Slots hochgemacht werden, aber dann hat man natürlich das Problem, dass es nicht mehr mit diesen schönen Icons, die einem hier dann um das Ding rumlaufen, dass das nicht so ohne weiteres passt. Okay, aber dann kann ich wenigstens die komplett nutzen. So, damit habe ich jetzt meine 7000 erfüllt und ich bekomme das nächste Achievement. Es wäre mal interessant, ob ich mir die eigentlich irgendwo komplett anschauen kann. Also das sind die Städte, mit denen ich bisher zu tun hatte. So, mal gucken, wie viele Ressourcen ich jetzt eigentlich habe. 9000 Steine, da könnte ich durchaus den Stein verkaufen. Wobei, nee, besser nicht. Ich behalte die Steine lieber selber. Und verkaufe einfach hier nochmal das Holz. Weil das kann ich ja wenigstens unbeschränkt herstellen. Was ist denn jetzt eigentlich als neues Achievement? 5 Dragon Forges. Boah. So, das heißt, das ist jetzt auf jeden Fall die nächste Schule, die ich jetzt errichten werde. Und hier dann auch gleich mal 10 Worker reinzusetzen. Mal gucken, wo arbeiten wir jetzt? Also Kleidung ist ja unproblematisch. Die Dragon Forge braucht Unmengen an Holz und Stein. Das ist zu teuer. Dafür ist die Carpentry School auf jeden Fall im Moment ganz gut zu errichten. So, der geht nach und nach runter. Ach so, da ist der Dings jetzt raus. Weil natürlich soll der, genau, der produziert jetzt immer 3 Wolle und genau 3 Wolle wird letztlich auch oben verbraucht. Und der hat schon da das Holz abgeliefert. Bin ja mal gespannt, ob sich die Preise irgendwann wieder erholen. Okay, die Sailor Guild muss ich nur einmal bauen. Genau, das heißt, die kann ich dann auch nicht weiter verbessern oder aufleveln. Und bei der probiere ich jetzt mal wieder, die dann auf Kohle zu ändern, logischerweise. Hätte ich natürlich auch für höhere machen können, aber ja, so ist es eben. So, Basic Clothes Factory. Das heißt, es sollte doch langsam für ein weiteres Schiff reichen. So, die ist relativ gut, um wahrscheinlich zu erforschen. Beziehungsweise zu finden. Fast Base Speed. Base MPS 3. Base MPS 1, dafür aber 3 Worker und 2000 Ressourcen. So, die braucht 7000. Und die braucht. Oh, 50.000 kann die mitnehmen. Das ist ja ziemlich genial. Das heißt, wenn ich mit dem dann die Städte anfahre, dann kriege ich wenigstens 50.000 für die Ressource. Also, wenn ich dann 50.000 ja, Holz verkaufe, dazu muss ich natürlich erstmal Lagerplätze schaffen, die mir so viel dort reinbringen. Aber ja, also das Ding ist halt entsprechend groß. Aber das heißt, mit dem Clipper hier kann ich wahrscheinlich schneller irgendwelche Minen finden. Im Vergleich dazu, was hatte die denn hier für ein Dings? Die hatte 1-1. Gut, dann baue ich mir jetzt erstmal den Clipper mit 7000 Close. Das sollte knapp aufgehen. Also ich hoffe, dass ich bis dahin noch mal genug Kohle abgebaut habe dann.
dass ich tatsächlich das Zeug zusammenbekomme. Eine Stunde? Nee, eine Stunde nicht. Okay, die Carpentry School ist fertig. Da könnt ihr alle 10 hier arbeiten. So, was hat die Carpentry? Okay, Mining School, Unlock Mining Power and Improves Harvest Resources, Higher Building and Improve Building Stats. So, ein Miner Level Up, zweimal Harvest Miner Resource, Chance to find Iron and Clay Mines. Okay. Das heißt, dann dürfte ich hier wahrscheinlich bald weitere Gebäude bekommen. Also bei der Farm ist jetzt was Neues freigeschaltet worden. Ah, okay, dann kann ich jetzt 500 Schafe auf einmal bauen. Super. Ich hoffe, das bleibt nicht nur, naja, wahrscheinlich bleibt es bei der gleichen Ressource, nur dass ich sie schneller bauen kann. 715. Dafür brauche ich hierfür allerdings dann Steine und habe dann das Fünffache. Naja, mal gucken, wie gut sich das dann jeweils lohnt und wahrscheinlich, dass man dann die kleinen auch noch damit hochnimmt. 10 Population. Okay. Lumberyard, was sagst du? 3000 dazu. Aber es braucht halt alles Stein. So, der Inn. 10.000 Total Coins, das ist schon mal sehr schön. Und es braucht dann aber eben auch 3.800 Steine. Wie viel habe ich denn jetzt? 9.000. Das würde ich auf jeden Fall gleich mal versuchen zu bauen, weil ich brauche ja mehr Geldeinkommen und so weiter. So, die Dragonforge, da hat sich jetzt wahrscheinlich nichts geändert. Ne, genau, es hat auch keine weiteren Stufen. Secret ist Secret, bleibt Secret. Und gut. Was brauche ich denn dafür? 22.000. Teuer. Aber die hatten. Ah, doch, die haben auch ein. 30.000. Was ist das? Kohle? Can find and sell to treasure maps. Plunder City, you don't need for a treasure map. Can upgrade to level 2 ships. Okay. Ja, da sind auf jeden Fall schon die deutlich höheren Stufen, die auch einigen mehr Aufwand erfordern. Da komme ich jetzt eh nicht mehr allzu viel weiter. Und die nächste Steinmine. Ah, nein, 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 nein. Ach so, das war jetzt nur das Use. Ich dachte schon, ich hatte jetzt schon versucht, die nächste Stufe anzufangen zu bauen. Weil das wollte ich nämlich nicht. Wäre erstmal, aber auch 20.000 ist mir im Moment alles ein bisschen heftig. Dazu werde ich dann erstmal meine Schiffe über Nacht losschicken, dass sie dort wirklich genug Zeug finden. Also das nächste, was ich dann bauen werde, ist jetzt hier den Inn. Das sollte auf jeden Fall ohne Probleme ausreichen. Und da 10. Ah, so viel habe ich jetzt gar nicht frei. So, jetzt hier wieder. Gut, da habe ich jetzt keinen Level Up. Refine, Harvest und Build per Klick. Ja, nehme ich zumindest das, was am höchsten im Moment ausgezeichnet ist. Und noch eine Kohlemine. Ja, super. Dann kriege ich auf jeden Fall genug zusammen, um die Schiffe zu bauen. Das ist sehr hilfreich. So, Artefacts habe ich jetzt noch keine. Gut. Ja, aber ich mache jetzt erstmal Pause und soweit ja, der erste Einblick hier in das Klicker, wie war's? Castle Klicker. Und ja, also die ersten zwei Städte habe ich, wo die Preise allerdings schon ziemlich im Keller sind. Ich bin ja mal gespannt, ob ich die dann irgendwie. Naja, es gab ja zumindest die Möglichkeit, hier das zu ja, neu zu machen. Allerdings in der Stadt anscheinend nicht. Das kann ich nur auf die Stadt anwenden. Und das Trade, would you like to pay for this deal? You can come back later. Sorry, you don't know have enough. Ah, ich muss Öl bekommen, um das zu machen. Das heißt, wenn ich 429 Öl anbringe, dann kann ich fast die vierfache Menge an Holz mitnehmen. Ob sich das lohnt? Ich weiß nicht. Okay, warum ist
Der Inn ist doch noch nicht fertig gebaut, oder? Nee, aber da fehlt im Moment die Wolle. Naja, dann bauen wir doch gleich mal noch das nächste Schäfchen dazu. Also einmal das da bauen. Bitteschön. Damit ich mehr Schafe bekomme. Dafür sind auch auf jeden Fall genug Ressourcen da. Ansonsten ist weiter hier Holzfäller. Wo sind die Holzfäller? So. Naja, okay. Die werden schon ihre Sachen dann machen. Ich werde die noch ein bisschen beauftragen. Also wie gesagt, soweit der erste Blick hierhin. Viele von den Geheimnissen habe ich noch nicht gefunden. Also keine Ahnung, was hier alles die Artefakte sind. Die geben was. Ah, es kommt dann doch irgendwas. Ein Acid in Clockwork. Heart of the Sea. Power. Auf jeden Fall gehe ich davon aus, dass das dann wahrscheinlich Artefakte sind, die einen einmaligen Bonus oder einen dauerhaften, permanenten Bonus irgendwie geben. Halloween-Event. Hm? Ja, ach, genau, ich habe doch schon ein Artefakt gefunden. Stimmt. Get the max number of bonus gemstones when opening a... schon fertig. Das ging aber flott. Aber die kann nur dreimal verwendet werden. Das heißt, die Dinger verbrauchen sich dann doch wieder. Okay. Naja, das ist auf jeden Fall nochmal eine wichtige Information, inwieweit das dann... So, wie viel kostet die nächste? 1500, das heißt 375 dazu. Machen wir das doch gleich mal noch. Zeit ist ja eh genug. Ja, das geht auf jeden Fall richtig schön flott bei den kleinen Sachen noch. Und ja, ihr seht schon, jetzt geht es langsam los, dass ich irgendwie aus der Schleife nicht rauskomme. Also, dass es immer noch ein paar kleinere Sachen zu tun gibt, was zu arrangieren gibt, hier der nächste Auftrag zu erteilen ist. Wie habe ich jetzt eh gesagt, die schicke ich jetzt eh dann länger weg. Also, ja, viel Spaß beim selber ausprobieren und tüfteln, wie ihr hier die besten Verhältnisse hinbekommt, dass die... So, dann machen wir gleich mal die erste Kohlemine. Ja, wie gesagt, das sind jetzt ständig irgendwelche Sachen, um die ich mich dann kümmern kann. Wo ich dann sagen kann, hier, mach mal da weiter. Ist der Clipper denn noch im Bau? Beschäftigt sich da noch jemand? Nein, im Moment nicht. Also, ja, die Worker sinnvoll zu verteilen, dass ihr ständig mit Ressourcen verteilt werdet und sie dann für entsprechende Aufträge loszuschicken, dass sie sich darum kümmern, dass das fertig wird und, und. Das heißt, es ist dann ziemlich viel Mikromanagement oder halt, wenn ihr da eine vernünftige Verteilung habt, dass ihr euch dann um andere Sachen kümmern könnt und je nachdem, wo es halt dann sinnvoll ist, eure eigene Klickstärke einzubringen, weil ja, hier geht es jetzt auch ohne meine Beteiligung ziemlich flott. Und soweit also für die erste Folge und bis zum nächsten Mal. Also viel Spaß beim Ausprobieren. Tschüss!